Ein Hallo und willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Ja, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, solltet das machen oder ihr lasst es sein. Das bleibt euch überlassen. Nun, denn wir sind im letzten Part auf jeden Fall über die Dächer Dubais gesprungen und gejumpt und hast du nicht gesehen und haben uns da wieder durchgeschossen. Mir hat auch einer mal gesagt, von wegen, ja, hör mal, warum soll man sich an den alten Parts eigentlich noch anschauen, wenn du doch eh alles in den neuen Parts kurz erklärst? Ja, keine Ahnung, dem hatte ich auch geantwortet, man kriegt es einfach nicht mit, was man erlebt. Ich sage ja nur kurz, was wir gemacht haben. Also ich meine, ich habe ja erzählt, dass wir geschossen haben. Okay, macht man ja eigentlich in jedem Shooter, aber ihr habt halt nicht mitbekommen, wie es mit der Story weiterging, was auch immer. Und deshalb, ja, ich fand die Frage allgemein ein bisschen dumm, aber ich habe es natürlich beantwortet. Und hier sind sehr süße Hundebilder. Also, naja, okay, ist nicht meine Art von Hund, aber Hundebilder halt, ne? Nun denn. Okay, gehen wir weiter nach oben. Also, ich höre ja, was ihr treibt. Und da muss ich mich schon fragen, wer schlägt diesen Menschen den Kopf ein? Mit einer Knarre noch dazu. Wie unnötig und unpraktisch. Lach nur, solange du noch kannst. Von mir aus, Gar? Mein Kaugummi verschluckt. Ja, Pech gehabt. Oh, boah, so Viele hoch Gegner sind laufen wir. Dach. Krass, wenn man jetzt Shit, überlegt, sie müssen weg, bevor wir rüber können. Wie Kein weit Problem. oben wir sind, Adams, ey, du brauchst es, heftig. sie. Lugo und ich schießen sie ab. Meine Güte. Astreiner Plan. Hier sind echt nur Hochhäuser. Räum das Dach. Such dir einen aus, Captain. Ich nehme den anderen. Mach du nur, ich gucke hier gerade noch, ob es hier was Wir gibt. müssen drüben aufräumen, bevor wir Warte auf rübergehen. dich, Captain. Ja, ich will ja noch nicht rüber. Chillt, Leute. So. Gut. Du wählst den Pappenheimer. Den da. Killt ihn. Verstanden. Schalt ihn aus. Und den hab ich. Kontakt! Scheiße! Oh, wenn ihr nicht schnell genug seid, mache ich es halt. Den knallt ihr ab? Ich hab ihn gemacht. So. Gut, sorry Leute, mein Spiel hat sich gerade einfach mal minimiert. Deshalb kurzer Cut. Habt aber nichts verpasst. Alter, was sprengt der Penner meine Deckung weg? Ich glaube, ich spinne. Verdammt nochmal. Ey. Nee, in der Tat nicht. Ich brauche hier Deckung. Ich sitze fest. Erledige diese Wichser. Ja, wenn ich den mal erwischen würde. Den erwischt man ja einfach nicht. Schalte den doch aus. Ach nein, da ist eine Fensterscheibe. Ha, gut, dass ich das noch gesehen habe. So, der ist auch weg. Da ist auch noch einer. So, den haben wir auch. Ich glaube, das war's jetzt. Ah ne, da ist noch einer. So, den haben wir auch. Ach, der ist so ein verrückter Typ. Nun denn, dann bleibt mal bitte kurz dran. Ich muss das überprüfen. Bis gleich. So, da bin ich auch zurück. Wollte gerade nur überprüfen, ob alles in Ordnung war, weil der mich auf den Desktop geschmissen hat. Nun denn, wir machen weiter. Natürlich, Frame-Einbruch jetzt, weil ich gerade wieder ins Spiel gegangen bin. Muss ich jetzt noch was beruhigen. So, ja, jetzt ist es wieder in Ordnung. Gut, krass. Ah, hier liegt ein Fuß. Das ist ein Sarkasmus, den ich eigentlich liebe. Aber wer liegt denn hier? Kann man dich nicht exekutieren? Nö, du bist tot. Okay. So. Kann man noch ein BF3? Gibt es auch solche Puppen? Kann man auch kaputt schießen? Keine Ahnung, was das bringt, aber ich will irgendwie mal die Puppen kaputt schießen. Weiß nicht, wieso, ist lustig. So. Weil wenn das geht, muss es zu irgendwas gut sein. Oder? Warte nach. Schade, ist zu nichts gut, oder? Doch, den Kellner hatten wir vergessen. So rücksichtslos will ich ja nicht sein. Der soll ja auch in Einzelteile zerfallen. Oh, okay. Schade, ich dachte, es gibt irgendeinen Erfolg für oder so, dass man das schafft. Schade. Hätte ja sein können, oder?
Ah, hier ist auch noch eine Puppe. So. Die Zeit drängt, Gentlemen. Conrads Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Dein Auftritt, Logo. Der Sender muss in 0, nichts laufen. Klar? Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Also entweder steht da nackte Männer, also weiß ich auch nicht. Aber überall diese Puppen. Meine Güte, das ist hier aber gut eingerichtet, muss man schon sagen. Ein Badezimmer noch. Ach, hier ist sogar eine Geheiminfo. Achso, cool, hören wir's mal. Unser Lieblings-DJ war ein gewisser Robert Darden. Schrieb jahrelang für die Rolling Stone, er war Spezialist für flockige Promi-Stories. Er drehte wohl zu der Zeit durch, als wir hier ankamen. Aber liest man seine Notizen, hat das vorher mit richtig seriösem Journalismus versucht. Er schrieb über die Evakuierung, Vertuschung, menschliche Tragödien. Vielleicht war er durch den Durchgang mit Soldaten vernünftig geworden. Wer weiß. Aber es ist ein Jammer, dass dieser Darden seine Deadline verpassen wird. Der Preis unserer Mission steigt und steigt. Jo, okay, super. Ja, was gibt's hier noch? Auf jeden Fall cooles Foto, also coole Wand. Sieht geil aus. So, schießen wir erstmal kaputt. Ah, und da sitzt der Typ hier anscheinend. Hat sich ja echt gut eingerichtet. Hey, Jungs. Der ist doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Logo. Bin dabei. Ist ein Spezialteil. Kann ein Weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenlicht. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmwand abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ah, steht so im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Oder bis zur Sturmwand? Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheiß naiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. am Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht. Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen... und Kinder, tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr aber Hauptsache, der ist hochgebracht. Leben Sie wohl. Scheiße, Entdeckung! So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt, wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus. Los! Ihr zwei geht, ich gebe euch Deckung. Vergiss es! Keine Widerrede jetzt, haut ab! Er hat recht. Los, kommt! Krass auf jeden Fall, dass er ihn einfach umgemietet hat. So, erreichen den Heli. Ich habe das Gefühl, wir werden dann gleich dahin geraten, wo wir auch am Anfang der Mission waren. Nämlich, anfangs war das ja auch so, dass wir, anfangs waren wir ja auch in, also in diesem Prolog, kann man sagen, waren wir auch in dem Heli und dann... sind wir in diese Sturmwand geraten und dann stand er ja früher und dann waren wir ja auf einmal am Anfang in Dubai. Ja, und deshalb denke ich mal, kommen wir da gleich hin, wenn es jetzt hier um den Heli geht. Nun denn, so. Gehen wir mal. So, ich mach den Schalldämpfer auch mal ab. Gut, dann macht die Tür mal auf. Ich habe auch was für euch, was Schönes. So, viel Spaß damit. Die haben wir erwischt. Ja.
So. Gut, dann werfen wir eine Haftgranate einfach rein. Ich weiß nicht, ob der Radius sie irgendwas trifft, aber egal. Naja, aber wir können mal vorrücken. Durch den Rauch sehen die nämlich nichts. So, die haben wir. Wir sind schwer unter Beschuss. Nimm die Treppe links von euch. Ich kann dir helfen, Boss. Gut, die haben wir auch. So. Und weiter geht's nach oben. So, ich brauche mal eine andere Waffe. Haben die nicht eine andere? Ah, ne, die haben wahrscheinlich die ganze. Also, die haben M4A1 Munition dabei. Okay. Warte auf ein Ziel. Ah, hier ist Adam schon. Ah, hier ist aber jetzt die P90, die nehme ich einfach mal mit. Augen auf! Da kommt eine Schrotflinte! Oder? Ne, ich bleib mal bei der Sniper. So. Wach auf! Gern geschehen! Wo sind die Schrotflinte? Warte auf ein Ziel! Ach da! Da waren zwei Leute. Doch, scheiße! Was zum... Alter, waren die stark und ich war viel zu übermütig. Scheiße! Warum habe ich das gemacht? Da wäre ich mal lieber... Wäre ich da mal lieber in Deckung geblieben, anstatt einfach raus zu sprinten. Scheiße. Stark sind sie auf jeden Fall. Dann einfach nochmal auf ein neues. Da habe ich die Gegner wirklich unterschätzt. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ach, scheiße. So, okay. Sobald wir beim Heli sind, rennst du los! Keine Panik mit mir. Macht euch los! Los geht's! So, jo, los geht's! Wir haben Kontakt! Hab ihn! So, haben wir. Laden ein bisschen Munition nach. Unterwegs! So, und jetzt geht's weiter. Und diesmal bin ich nicht so unvorsichtig wie sonst. Das mit der Granate, den Trick werde ich aber wieder machen. Das war ja eigentlich ganz praktisch. So, den haben wir auf jeden Fall bekommen. So, dessen Kopf ist weg. Kommt, zeigt euch. Scheiße. Da bewegt sich einer. So, der ist weg. Dann, wir rücken mal weiter nach vorne vor. Ich kann dir helfen, Boss. Nimm mir ein Ziel. Sperrt eure Augen auf. Ey, du Arschloch, was haust du mich? Ich glaube, ich spinne. So, die haben wir auch. So. Diesmal mache ich jetzt nicht so viele Fehler wie eben. Den haben wir. So. Haltet sie mir kurz vom Leib! So, die sind erledigt. Das ist wieder so ein Messertyp gewesen. Hab das Schwein! Bekommt Verstärkung! Sind unterwegs! Scheiße, da kommt ein Feind mit dem Messer! Wo kommt ein Feind mit dem Messer? Ich will mich nicht von dem hauen lassen. Oh, geil! Und Scharfschütze Granate. Was gibt's denn da wieder? Auch so, erledige 50 Gegner mit einer Granate. Okay. So. Jo, haben wir freie Bahn, ist ja toll. Ich würde aber zu gerne mal Munition wieder tanken. Aber okay, egal, scheiß auf die Munition jetzt. Warte auf ein Ziel. Lass ihn an, Adams.
Ja. Komm schon, komm schon, komm schon! Lugo, schwing deinen Arsch her! Bin unterwegs! Gib mir Deckung! Nun denn, diese Tanks sehen explosiv aus. Bin unterwegs! Okay, das ist Lugo. Nö, nö, nö. Ha! Sie sind explosiv. Was ist wo auf dem Dach? Vorsicht! Kengo will vorrücken! Ah, komm schon! So. Ach da! Hab ich ja gar nicht gesehen. Das ist klar. Los, so, da kommt Lugo. Nix da, Panzerfaust. Kannst du stecken lassen. Euch salze ich die Rübe weg. Ey, wer wagt es auf mich zu schießen? Bin dabei. Los, Lugo, steig ein. Super. Und jetzt? Die 33. will nicht raus aus dem Wald. Gut, dann begraben wir sie hier. So, nun denn, dann machen wir die mal platt hier. Tschüss, ihr Penner. An alle, die überlebt haben, schätzt euch glücklich. Aber anscheinend wollen die nicht überleben. Was wollen die denn machen? Sag bloß, sie wollen das Haus hier einschießen. Oh, scheiße, Alter, von wo werde ich hier beschossen? Ah, da unten. Ach, da ist ein MG. Cool. Wow, ich bin tot. Klasse. Hätte mir das ja früher sagen können, dass da ein MG ist. Doch, buhuhu, buhuhu. Und da sind wir schon wieder gestorben. Oh, Mann. Ja, man muss echt besser auf seine Umgebung achten. Ich hoffe, wir sind jetzt direkt im Heli drin und müssen nicht wieder von irgendwo neu starten. Aber ich glaube, da stand auch eben Kontrollpunkt gespeichert. Und, ja. So. Gut, ja, das hatten wir ja schon. Aber kann man nicht überspringen. Schade. So, dann geht's halt nochmal los. Genau, dann begraben wir sie hier. Und ich dachte, da drin wäre irgendwas Tolles, aber anscheinend war das halt nur Glas, was zerspringen konnte. So, dann metzeln wir euch halt so nieder. Und da hat sie doch dieses Drecks-MG, weil ich jetzt erstmal kaputt schießen werde. Wenn ich mal treffe. So. So, geschafft. Ah, okay, und dann explodiert alles. Super. Dann heizen wir den mal ein. Ich sag fast gerade gar nichts. Aber den geben wir auf jeden Fall Saures. Kann man wie die auch einfach schießen auf uns. So, hier, MG, du kannst mich mal. Wow, von wo jetzt? Oh, scheiße, Alter. Warum habe ich schon wieder auf die Gläser gezielt? Boah, das war knapp. So. Von wo schießt denn hier noch einer auf uns? Wir haben da jetzt aber echt alle. Ach, da. So. Ich habe das Gefühl, das bricht gleich so zusammen. Und ja, es bricht zusammen. Oh, oh, oh. Oh Gott! Hast du sowas schon mal gesehen?
Ich hoffe, er hat aufgepasst. Cool. So. Adams! Schaff uns hier weg, verdammt! Ja, Sir. Shit! Was ist? Wir kriegen Besuch! Gut, das heißt, wir bleiben wohl noch ein bisschen weiter am MG dran. Und Moment, ja, hier stimmt was nicht! Die Stelle kennen wir ja, aus dem Prolog. Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan! Wie meinst du das? Ah, scheiß drauf! Das ist doch ein Klacks, mach die Wichser einfach fertig! Das war gerade so eine Anspielung irgendwie von wegen, das haben wir doch schon mal getan. Wegen dem Prolog, fand ich ganz cool, diese Anspielung. So, geh kaputt. Sidewinder, komm direkt auf uns zu! Walker, okay. Schieß das Missile ab! Fliegt das Ding denn nicht schneller? Adams, drückt auf! Mach ich doch! So. Was zum Teufel? Ach du Scheiße! Das war zu knapp, Walker! Schalt den Kerl aus! Ich bin dabei. Ich bin sowas von dabei. So. Gott, wie viele sind denn da? Scheißegal, halt das Ding ruhig! Oh oh, da kommt wieder so eine Meißel. Missile, ja, ich sehe es. Ich schieße ja schon drauf. Schieß dieses Missile ab! Hab's ja schon gemacht. So. Kümmern wir uns erstmal um den Helikopter. Los, bring uns hier raus! Ich bin den Typen am Arsch! Dann bring uns hin! In den Sturm, spinnst du? Werden wir sehen. Okay, so. Den schalten wir noch aus. Wuhu! Yeah! Und ja, die Stelle kennen wir ja jetzt, aber jetzt werden wir auch endlich sehen, was danach passiert ist. Scheiße! Vorsicht, Vorsicht! Wow. Haha. Walker? Captain Walker? Können Sie mich hören? Colonel? Öffnen Sie die Augen, Walker. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Wobei sollte längst tot sein. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen wählten wir die Verdammnis. Nicht alle von uns. Jo, aber hier werde ich jetzt diesen Part beenden, denn sonst geht er mir zu lange. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin sage ich, ciao, Leute.